abstrampeln kann. Ja, yeah, alles funktioniert, da ist es. Super. Geht wieder. Jesus. Guten Abend, Moni. Moni freut sich aufs Training. Ah, schön. Und wir haben es 18 Uhr, da können wir auch schon loslegen. Wunderbar. Hallo Markus. Schönen guten Abend zusammen. Hallihallo. 18 Uhr, Montag. Wir starten mit unserem Trainingsprogramm für diese Woche. Kurzes Warm-up. Dann gibt es 8 Runden Mixprogramm, Ausdauer, etwas Kraft und ein bisschen Boxen dabei. Ja, okay. Fangen wir an. Schulterbein aufstellen, linken Arm nach hinten kreisen. Hallo Frank. Tag. Und wechsel rechts. Und Windmühle nach hinten. Linker, rechter Arm. Und Windmühle nach vorn. Hände auf die Schulter legen, Schulter nach hinten rollen. Schön weit und gründlich. Und wechsel nach vorn. Und wir schwingen die Arme seitlich am Körper vorbei, federn leicht in die Knie nach. Und drehen den linken Arm nach hinten, den rechten Arm. Brustmuskulatur aufziehen. Stützen die Hände in die Hüfte, federn den Oberkörper zweimal nach rechts, zweimal nach links. Hallo Saskia, gut, dann sehen wir uns halt morgen. Legen wir die Arme an den Hinterkopf und den Oberkörper zweimal nach links, zweimal nach rechts drehen. Versucht euren Kopf in der Mitte liegen zu lassen. Und wir wickeln die Arme an, dribbel locker auf der Stelle und schlagen dabei ganz leicht und locker aufwärts an. Okay, wir lassen die Fäuste zur Deckung oben am Kinn und kreisen den Oberkörper. Sucht euch eine Richtung aus, links rum oder rechts rum. Und dabei die Oberarme am Oberkörper lassen. Wechsel, andere Richtung. Und wir bleiben mit dem Oberkörper vorn, gehen mit der linken Hand zum rechten Fuß, rechte Hand zum linken Fuß. Richt den Oberkörper auf, Hände vor die Brust, zweimal nachfedern, dann auf die Fußspitzen und die Arme links und rechts seitlich aufziehen. Schön im Atem, Rhythmus bleiben. Okay, nochmal die Hände in die Hüfte stützen und Oberkörper nach hinten, zweimal. Oberkörper nach vorn, zweimal.
und wieder locker die Arme angewinkelt am Körper halten und dribbeln. Und wir schlagen linke, rechte gerade dabei. Hey, Dennis! Stellen uns in die Boxstellung, lassen die Fäuste am Kinn, tauchen links rüber, rechts rüber. Kleine Beuger und Gewichtsverlagerung und die Beine immer wieder strecken. Und wir bleiben in der Boxstellung, schlagen Freestyle locker die Schläge durch. Alles mal mitnehmen, aufwärts haken, seitwärts haken, gerade. Und locker machen. So eine Übung machen wir noch, bevor es losgeht. Füße zusammen und mit den Fingerspitzen runter. Zwei, dreimal zu den Fußspitzen und dann Arm über Kopf und zwei, dreimal nachfedern. Und macht euch locker, nehmt mal noch ein Stückchen zu trinken. Zum Programm, wir teilen die Runde auf ins 50-50. Das bedeutet, wir starten 30 Sekunden Ausdauerübung, dann zwei Kraftübungen, da ist die Hälfte der Runde weg und die andere Hälfte der Runde Boxübungen. Ja. Ready für den Hampelmann und go! Locker bleiben, Rhythmus halten, atmen, noch 10. Und die erste Kraftübung, Liegestütz. Es ist ja Montag. Und 30 Sekunden pumpen, los geht's. Auf 5 und auf den Bauch legen, kurz durchatmen, Beine weg vom Boden, Oberkörper hoch und Brustschuh machen. Und komm, 10 Sekunden noch. 10. So, kommt auf die Beine und wir kommen in den Boxteil der Runde. Erstmal die Oberarme am Oberkörper anlegen und wir tänzen 30 Sekunden links rüber, rechts rüber. Ja. Immer wieder den Oberkörper abdecken. Mit dem Unterarm immer wieder blocken. Wenn ihr rüber geht nach rechts, immer wieder mit dem rechten ein bisschen blocken, geht ihr rüber nach links. Links blocken. Und die nächste halbe Minute im Stand nur gerade Schläge. Wechsel seitwärts hacken. Und wir gehen in Verbindung nur aufwärts hacken mit der Beinarbeit. Rückwärts gehen, vorwärts gehen, nur aufwärts hacken. Dabei locker tänzeln. 10 Sekunden noch. Durchtauchen, durchtauchen.
eine kleine Pause. Wunderbar. Runde 1 ist geschafft. Sehr gut. So wird das ungefähr laufen, das Training. Wir gehen die Runden komplett so durch. Starte mal mit Ausdauer. Wahrscheinlich immer der Hampelmann. Mal gucken, vielleicht wird es mir auch langweilig während der Runden. Vielleicht wechseln wir auch mal die Übung. Dann zwei Kraftübungen, a 30 Sekunden. Und danach die 90 Sekunden Boxaufgaben. Ja. Schönes Wetter heute. Trotzdem seid ihr dabei. Vielen Dank, sehr schön. Dann bin ich wenigstens nicht allein hier am Rumturnen. So, jetzt kommen wir wieder zum Hampelmännchen. 30 Sekunden. Fertig. Go. Noch 5. Und in die Rückenlage Klappmesser. Und auf geht's. Noch 5. Und auf den Bauch legen. Oberkörper abheben. Krauler, linken, rechten Arm über Kopf. Beine weg vom Boden. Komm, noch 10. Boxübung. Wir gehen nur die linke aus der Bewegung. Alle Schläge Freestyle, nur links. Und wir wechseln nur die rechte. Freestyle, alle Schläge. Locker bewegen, dann links rüber, rechts rüber tänzeln. Blocken. Und wir wechseln, letzte 30 Sekunden, beide Fäuste im Freestyle. Sehr schön, wunderbar. Und Luft holen, ein paar Schritte gehen, aktiv erholen, tief durchatmen. So, ein bisschen die Beine aufziehen, Oberschenkel. Nächste Ausdauerübung, gehen wir mal laufen auf der Stelle. Ja.
Ihr merkt, jetzt kommt schon die nächste Ausführung. Locker dribbeln, dabei die Arme mitnehmen. Danach machen wir wieder zwei Kraftübungen. Frequenz selber steuern. Noch 10. Noch 5. Und Rückenlage, Beine nach oben, Beckenheber. Und ziehen. Bauchlage, Fallschirmspringer. Arme rechter Winkel, Oberkörper hoch, Beine hoch und wir rotieren nach links und nach rechts. Noch 5. Auf die Beine und wir starten in der Boxstellung Seitwärtshaken, nur Seitwärtshaken schlagen, schön reinkippen, Oberkörper vorn lassen und immer wieder den Arm ran an den Oberkörper. Und wir wechseln nur gerade, schön sauber rein. Die Hüfte mitnehmen, Schultergürtel geht immer wieder ran an den Kinnwinkel, die Faust bleibt auf Augenhöhe. Noch 10. Noch 5. Und wir schlagen Aufwärtshaken bis zur Pause. Variieren, hoch zum Kopf, vor zum Körper. Sehr gut. Das war Runde 3. Trinkt mal was, macht euch locker. Und dann geht es schon wieder rein in die Runde 4. Wir starten wieder mit unserer Laufübung. Dann kommen Ruderstöße und Krauler, also Paddler für den Rücken und dann wieder Boxen, 1,5 Minuten. Schön locker machen. Nochmal tief durchatmen. Vorbereiten und go! Schön die Arme mitnehmen. Dabei locker bleiben. Und atmen. Noch 5! Auf die Matte für die Ruderstöße. Fertig und go!
Weiter geht's, komm noch fünf. Und wechsel Bauchlage. Arme und Beine abheben und wir paddeln. Perfekte Rückübung. Sieht einfach aus, aber geht schön rein. Und auf die Beine. Super, sehr gut. So, wir schlagen und blocken. Das bedeutet, ich sage euch die Anzahl der Schläge an und danach kommt die selbe Anzahl als Block. Das bedeutet zum Beispiel zwei gerade, bam, 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 zwei Blocks. Drei Schläge, bam, 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 drei Blocks. Ja? Okay, locker bewegen und wir starten direkt mit vier Schlägen. Vier gerade. 1, 2, 3, 4. Vier Blocks. 1, 2, 3. Und bewegen. Zwei Aufwärtshaken, zwei Blocks. Bam, 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 bam. Dreier Kombi, gerade aufwärts, seitwärts, drei Blocks. Bam, 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 bam. Sechs Aufwärtshaken. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Super. Vier Seitwärtshaken. Eins, zwei, vier Blocks. Eins, zwei, drei, vier. Zwei gerade. Bam, 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 bam. Zwei Blocks. Vier gerade. Eins, zwei, drei, vier. Vier Blocks. Bam, bam, bam. Sechs Seitwärtshaken. Eins, zwei, drei, sechs Blocks. Und Pause. Sehr schön. Wunderbar. Irgendwie gehen die Runden sehr schnell rum dadurch, ne, dass wir das irgendwie so 50-50 machen. Finde ich ganz gut, alles dabei. So ein bisschen der Vorglüher, die 30 Sekunden Ausdauer. Dann rein in die Kraftübungen und dann noch ein bisschen Boxen. So, Ausdauerübung wechseln wir wieder zum Hampelmann. Ja. Mal die Beine ein bisschen locker machen. Dann geht es wieder in die Liegestütz und in die Brustschwimmer. Fertig werden. Go! Schön locker bleiben. Rhythmus halten. 15. Komm noch 5. Jawohl. Und auf die Matte für die Liegestütz. Ready. Und go. Sehr gut. Auf den Bauch legen, kurz durchatmen und die Brust schon mal. Komm! Fünf! Auf die Beine. Super, sehr gut. Und wir tänzeln wieder links, rechts rüber. Doppeldeckung. Mal rüber gehen, durchtauchen. Wenn er rüber nach rechts geht, von links nach rechts tauchen und die Schritte setzen.
Links rüber, rechts rüber. Wir nehmen mal die Schläge mit. Wir schlagen rechts, setzen rechts den Schritt und links hinterher. Links rüber, links schlagen, links setzen. Seitwärts hacken. Freestyle. Also immer, wenn ihr rechts schlagt, rechter Schritt. Wenn ihr links schlagt, linker Schritt. Super, sehr schön. Jawohl. Und wieder ein paar Schritte gehen, durchatmen, Arme und Beine locker machen und ein bisschen was trinken. So, Runde 6 starten wir auch wieder mit seitlichem Handbewand. Dann die Klappmesser wieder und der Krauler. So, tief durchatmen, vorbereitet, fertig. Und go. Bleibt dran, durchhalten, noch 5. Rückenlage, die Klappis. Den Bauch legen, Arme strecken, links und rechts über den Kopf rüber. Krauler. Schön weiteratmen. Beine weg vom Boden. Noch 5. Auf die Beine. Sehr gut. Und wir boxen. Nur mit der linken. Im Freestyle. Locker aus der Bewegung. Locken. Wechsel. Nur die rechte. Und die letzte halbe Minute, beide Fäuste im Freestyle.
Jawohl. Und tief durchatmen. Super, sehr gut. Zwei Runden haben wir noch. Jetzt geht es ausdauermäßig wieder mit dem Laufen los. Nach dem Laufen dann Beckenheber. Nach dem Beckenheber Fallschirmspringer und dann wieder 90 Sekunden Boxübung. Ja. Locker machen, tief durchatmen, vorbereiten für unseren Runner. Arme anwinkeln. Und go. Schön locker bleiben. Zehn Sekunden noch. Fünf. Und die Rückenlage für die Becken her. Und auf geht's. Zehn Sekunden, haltet durch. Jawohl, noch fünf. Und auf den Bauch legen für die Fallschirmspringer. Arme anwinkeln und der Oberkörper geht wieder nach links und nach rechts. Nimm die Beine weg vom Boden. Noch fünf. Und wieder auf die Beine. In die Boxstellung. Zweierkombi, gerade aufwärts halten. Los geht's. Wechsel, gerade seitwärts halten. Wechsel, seitwärts halten, gerade. Aufwärts halten, gerade. Wechsel, seitwärts halten, aufwärts halten. Vorne mit dem Oberkörper. Und letzter Wechsel, aufwärts haken, seitwärts haken. Wunderbar. Super, sehr schön. Luft holen, locker machen. Trinken. So, nächste Runde wieder laufen. Dann die Ruderstöße und paddeln. Und dann wieder boxen.
Tief durchatmen, vorbereiten, Arme anwinkeln und running. Zehn Sekunden noch. Bleibt locker, den Oberkörper vorn lassen. Tempo steigern, noch 5. Und auf die Matte setzen. Ruderstöße. Los geht's. Schön atmen. Noch 5. Und auf den Bauch legen. Die Arme, Beine abheben. Und wir paddeln. Atmen, durchhalten, noch 5, und wieder auf die Beine, Passgang, geschlagen, linke gerade, linker Schritt, rechte gerade, rechter Schritt, gerade, bam, 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 bam. Rückwärtsgang, rechte gerade, rechter Schritt, linke gerade, linker Schritt. Aufwärtshaken, Passgang. Rückwärtsgang, rechts beginnen. Seitwärtshaken, Vorwärtsgang. Rückwärtsgang, rechts beginnen. Freestyle, Vorwärtsgang. Rückwärtsgang. Und wir fangen wieder von vorne an, Passgang gerade. Rückwärtsgang, rechts beginnt. Vorwärtsgang, Aufwärtshang. Rückwärtsgang, rechts beginnt. Seitwärtshaken. Rückwärtsgang, rechts beginnt. Und eine Pause. So, ich glaube, jetzt sind wir mit 8 Runden durch. Wir werden noch eine Runde ranhängen, weil es gerade so schön ist. Wir machen noch eine Runde. Gehen dabei 15 Sekunden, Hampelmann, 15 Sekunden. Unser Running Man, Running Woman. Dann wieder 2 Kraftübungen. Und die letzte halbe Runde, dann nochmal Boxübungen und dann kommt Cooldown. Kurze Woche. Tief durchatmen, vorbereiten. Wir starten mit unserem Hampelmann. Und wir laufen auf der Stelle. Noch 5. Wir setzen uns auf die Matte, Beine nach vorne und scheren. Durchhalten. 10 Sekunden.
5. Und auf den Bauch legen. Arme und Beine abheben. Und wir halten. Halten. Noch 5. Super. Und auf die Beine. Sehr gut. Und ganz locker Freestyle-Box. Aus der Bewegung. Die letzte Boxaktion, die Muskeln locker boxen, mal rückwärts gehen und schlagen, mal vorwärts gehen und schlagen, alle Schläge durchgehen, mal durchtauchen, mal blocken, mal rüber tänzeln nach links, mal nach rechts. Und schön atmen. Lasst die Fäuste oben, auch wenn die Arme schwer sind. Bewegt euch. Noch 5 Sekunden, nochmal eine schöne Aktion. Jawohl, sehr gut. Sehr schön. So, trink mal ein Stückchen, dann setzen wir uns auf die Matte. Kurzes Stretching. So, die Beine anstellen. Waden, Oberschenkel aufschütteln. Beine strecken und langsam nach vorn ziehen. Greift durch die Fußspitzen oder die Schienbeine und zieht euch langsam nach vorn. Spannung halten, noch ein bisschen nachgreifen und langsam lösen. Beine wieder anstellen. Und wir versuchen mal die Beine nach hinten zu legen, hinter den Kopf. Atmen. Und wieder langsam nach vorne abrollen. Wieder hinsetzen, Beine aufschütteln. Beine spreizen und versucht mal rüber zu kommen zum rechten Fuß und zieht euch langsam nach vorn. Und wir wechseln rüber zum linken Fuß. Und Spannung halten. Und wieder lösen. Die Beine zusammen, Rücken gerade, greift euch an den rechten Ellbogen, zieht den Arm hinter den Kopf. Schön atmen, Rücken bleibt gerade. Lösen, Wechsel zum linken Arm. Und weiter atmen. Und wir lösen wieder die Spannung, stellen die Beine nochmal an, schütteln die Waden, Oberschenkel auf. Greifen die Schienbeine, ziehen die Oberschenkel ran und rollen uns nach hinten ab, wieder 5-6 Boxerrollen.
Und wieder sitzen. Nochmal die Beine locker machen. Tief durchatmen. Die Beine strecken. Und wir kommen noch zu unserer Abschlussübung. Rücken gerade. Augen schließen. Tief einatmen. Die Schultern ganz weit nach oben ziehen. Und ruckartig ausatmen. Schultern sacken lassen. Und noch einmal rein in die Luft. Und raus die Luft. Und noch einmal richtig schön reinziehen. Und raus die Luft. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Training. Ciao, ciao. Schönen Abend noch.